Hallo, herzlich willkommen zu Njör News, den News aus Jorvik. Der Rassetrailer ist jetzt endlich da, denn morgen erwartet uns die neue Rasse der Percheron oder der Percheron. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns sofort den Trailer an. Und dann werden wir mal ein paar Sachen durchgehen oder was zumindest unter dem Video steht. Das ist nämlich immer in Infobox, nämlich was drin. Diesmal auch wieder was wertvoll Wichtiges. Und dann gucken wir uns Einzelheiten mal an, was mir so gefällt und was vielleicht mal nicht ganz so gefällt. Aber starten wir. Das war auch der Trailer dazu. Mega. Und dann lesen wir uns mal kurz die Informationen dazu. Denn was ihr nämlich auch schon im Trailer gesehen habt, gibt nämlich eine gewisse neue Gangart für die Percherons und eine zweite Menen. Und das haben wir nämlich hier. Wo bekommt man die Rasse? Du findest diese Rasse auf Marleys Farm. Eine Variation des Percherons ist für begrenzte Zeit in Fort Pinto verfügbar und schließt sich dann den anderen Silvergate an. 850 Starcoins, Leute. Da muss man ja sagen, das ist wieder ein Preis, den finde ich vollkommen in Ordnung. Für zwei Main-Stile und eine Special-Gangart. Ja. Welches Level muss ich erreicht haben? Das Fetten von Pinter kann natürlich wie immer Level 1 gekauft werden. Und sonst die anderen Fälle auf Level 7. Welche Farben gibt es? Es gibt einen hellgrauen, einen Apfelschimmel, einen dunkelgrauen, einen Apfelschimmel, einen Rappen, einen Kastanienbraun und einen braunen. Schickt mal wieder Hut ab mit der deutschen Übersetzung. Weil mit dem hellgrauen ist nämlich wieder der Schimmel gemeint. Weil ein hell. Problem ist halt, im Englischen gibt es kein White Horse, da gibt es nur dieses Grey Horse. Das musste ich auch erstmal checken und deswegen wahrscheinlich auch hellgrauer. So. Soll ich noch etwas wissen? Für den Percheron gibt es zwei Mähnenstile, eine lange Mähne und geflochtene Schlaufen. Wenn du das Percheron liebst, bitte führt es dir einen charakteristischen Elchgang vor. Die Jorvik Ranger haben dem Percheron diese Elchgang beigebracht, um sumpfiges Gelände durchqueren zu können. Den Percheron im Elchgang laufen zu lassen, natürlich ganz normal, du läufst den Schritt an. Und dann, wenn du in den Trab übergehst, musst du die Shift-Taste gleichzeitig drücken und traben. Also ihr drückt die Shift-Taste und drückt einmal auf W und zack, habt ihr diesen Elchgang. So. Dann mache ich nochmal ein bisschen leiser und dann gehen wir nochmal ein bisschen genauer ein. Das finde ich nämlich schon mal schade an der langen Mähne. Auch wenn der Gesichtsausdruck gerade göttlich ist. Wir haben das wunderschön mit dem Schweif hinbekommen. Ihr müsst mal nachher auf den Schweif achten. Da sind wieder einzelne Strähnen. Aber die Strähne, die hier hängt, klebt fest, die klebt fest. Und die Mähne, diese lange Mähne, wirkt klumpig. Da bewegt sich alles wieder. Da bewegt sich der Schopf als eingeflochtene, sowohl auch das am Hals. Und ihr merkt auch hier. Gucken kann ich das vielleicht. War das jetzt langsamer? Nee, ich verwechsel es jedes Mal aufs Neue. Wieso ist runter schneller und oben langsamer? Ah. Nochmal. Ihr merkt ja, ihr müsst auf den Schweif achten. Einzelne Strähnen bewegen sich wieder. Aber das haben die wieder wunderbar hinbekommen. Und ich weiß, die können Mähen einzeln bewegen. Das haben wir bei den Friesen gesehen, haben wir bei den Lusitanos gesehen, bei den Andalusiern besonders gut gesehen. Da sieht man es auch noch am Schweif. Da bewegt sich alles wunderbar. Und hier bewegt sich auch alles. Nochmal genau hingucken, ob sich auch die Schlaufen, also diese Schlaufen, also diese runterhängenden Zöpfe, nicht jetzt hier, was hier runterhängt, sondern diese Schlaufe, die runterhängt, ob die sich auch bewegt. Ja, die bewegt sich auch ein bisschen.
Zumindest ging die im Trab hoch. Ja, seht ihr das? Es bewegt sich auch. Hier da ich nochmal auf den Gang ein, aber ihr merkt, es wirkt ein bisschen klumpiger halt. Haben wir vielleicht irgendeine schöne Stelle, wo das Pferd mal rennt? Vielleicht im Jagdgalopp. Natürlich haben die das dann nicht gemacht, ne? Weil man das ja sehen kann. Ihr werdet sehr schnell merken, das, was ihr beim Friesen an der Mähne doof fandet, werdet ihr wahrscheinlich hier auch nicht so prickelnd finden. Zumindest ist mir das aufgefallen, dass das sehr klumpig wirkt von der Mähne her. Schade eigentlich. Ja, aber wie hat der... Da zumindestens... Wir haben hier noch kein Pferd mit der langen Mähne und im Jagdgalopp gesehen. Wir haben ja nur diesen Leichtgalopp gesehen. Da könnte ich, glaube ich, besser antworten, wenn ich es jetzt im Jagdgalopp gesehen hätte. Aber zumindest was an Bildern, was ich gesehen habe, war die Mähne... Ja, die... Diese Part von dieser Mähne, also die kleine Strähne, die auf der anderen Seite ist, die bewegt sich gar nicht. Da auf der linken Seite auch nicht und dann der große Rest hat sich wieder bewegt. Kann natürlich jetzt sein, dass SSO das jetzt doch noch gefixt hat. Und wir sehen das jetzt hier natürlich nicht, weil wir haben hier keine Szene, wo das Pferd im Jagdgalopp ist und auf der Mähnenseite. Ja, da sieht das noch normal aus, also wenn die sich da so bewegen. Das sieht vollkommen in Ordnung aus. Aber ich rede ja wirklich vom Jagdgalopp. Aber gut. Hier haben wir auf jeden Fall einen Apfelschimmelart. Hier haben wir den dunklen Apfelschimmel mit so einem hellen Kopf. Und der Schweif geht dunkel in Zelle rein, so ein Umbra oder Ombre. Nee, ein Ombre-Effekt war es, glaube ich. Dann haben wir natürlich einen Schimmel, einen Rappen. Hier haben wir einen Lichtfuchs. Einen braunen. Und hier haben wir nochmal einen Apfelschimmel. Und ja, sie kommen alle gleichzeitig raus. Das war zumindest von den Farben. Und jetzt seht ihr nochmal ganz genau diesen Elchgang. Das macht ihr, wenn ihr eben halt Schritt geht und wenn, bevor ihr Trab geht, drückt ihr auf die Shift-Taste und dann, wenn ihr traben wollt, kommt dann halt dieser Elchgang. Der übrigens wunderbar aussieht. Also ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut. Und generell auch die ganzen Animationen wirken für das Pferd perfekt. Also mal gucken. Das haben welche auf Insta beschwert. Wegen dem einen Galopp. Ich sehe aber kein zuckendes Bein gerade. Das ging hier um die vordere Partie. Nee. Aber sonst sind alle Gangarten eigentlich perfekt ausgewählt, oder? Man merkt, dass es eben halt ein kräftigeres, größeres Pferd ist. Und ja, ne? Ich finde auch nicht schlimm, dass das Steigen halt jetzt nichts Großartiges ist bei den Pferden. Also es ist halt gleiche... Der Tinker hat ein bisschen schwungvoller, ne? Gut, ja gut, stimmt. Aber muss ja nicht immer ein kraftvolles Steigen sein mit vorne ausschlagen und wild, ne? Wenn das wirklich so eine ruhigere Pferderasse ist, dann kann es auch mal ein ruhigeres Steigen haben, ne? Aber das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mit den Pferden einverstanden seid oder ob ihr so wie ich seid, ja, die sehen nett aus, ich warte mal, bis sie halt morgen im Spiel sind. Oder, oh, nee, das ist überhaupt nicht mein Pferd, bloß nicht. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann morgen zu einem Kaufvideo. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.